So, Logi und ich So, sind Leute. zurück für VGC 18. Wie versprochen. Ja, Team ist das gleiche wie Letztes letztes Mal nur mit ein paar Mal. Änderungen. Landorus hat jetzt Z-Move, oder hatte er das letzte Mal schon? Ich weiß nicht, ob der dann noch Z-Move auf Zapdos hatte oder auf Landorus. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat Finny jetzt ist auf jeden Lando. Fall anders, Ja, ne? Finny ist anders, der hat jetzt CM. Und Lando hat den Z-Move. Und Zapdos hat eine Citrobeere, die hilft ihm auch, den Tailwind rauszukriegen. Ja, genau. Ansonsten Kangama haben wir letztes Mal auch schon gesehen. Vielleicht Pikachu, der übrigens am Start war, ist gerade mal runtergeflogen. verabschiedet sich schon. Wir Vielleicht haben ja bald sind. Worlds, deswegen eine kleine Anekdote. Grüße gehen natürlich raus an die deutschen Vertreter, ne? Ja, die, die da sind. Die, die da sind. Besonders an Zeigt was am Matti. besten. Besonders an Matti, Matti. Ja, okay. der hat's mal verdient. Ja. Wir haben auch schon einen Gegner, ne? Was ist das denn für ein Team? Wer ist Vielleicht sieht man Rocklist? auch mal Entei. Ich glaube, Entei könnte hier mal ganz cool werden. Ich nehme den mal mit auf jeden Du Fall. nimmst den Der einfach ist mal. gegen alle eigentlich ziemlich Der stark. hat einfach Dorkless. Kangama nehmen wir dann nehmen wir mit, falls er irgendwie. Ja, wobei, wir könnten auch einfach mal Lando nehmen. Oder Zapdos. Ja. Oder halt Kapuhin ist halt auch stark, ne? Ja. Ja, wobei. Ja, nochmal so. Sieht Dann gut geht's aus. auf. Ein bisschen verrückte Monster auf der Gegnerseite. Ja, Also Dorkless ist Dorkless, auf jeden wer, was Fall der kann, ist uns allen krass. Rätsel, aber wir haben ja Entei bei, Naja, der. der kann halt Right Guard, ne? Aber Entei, gegen Und den hat er hält keine halt eine Chance. Menge aus. Gegen Entei wird's halt schwer und Lando ist auch noch krass mit dem Z-Move. Naja. Jo, da haben wir doch einen ziemlich geilen Lead eigentlich erwischt. Würde ich mal behaupten. Felinara und Flunkiefer. Hauen wir einfach von Kiefer weg. Und Z-Move in Felinara oder. Aber ich würde Z-Move in Flunkiefer fassen. Obwohl, nee, in Felinara. Ich glaube, der könnte eventuell Flunkiefer protecten oder so. Oder was meinst du? Ja, dann macht das doch einfach. Hört sich gut an. Also Z-Move in Felinara und Mhm. Läuterfeuer auf Flunkiefer hast du Genau. gemacht. Genau. Das habe ich jetzt gemacht Ja, hört sich solide an. erstmal. Ja. Sehe ich nicht viel, was da Ich jetzt mal erstmal gespannt, was schief da gehen jetzt passiert. könnte. Oh, Okay. okay. Aber Ja, der fängt jetzt den Z-Move ab. Also kriegt trotzdem natürlich Schaden. ja, der steht ja der mega Aber Aggro nicht mehr. Läuterfeuer trifft zum Glück und ja, Flunkiefer ist Oh, einfach Entei. tot. Zeigt mal wieder, was wozu Entei zu gebrauchen ist. Der Also, kriegt auch ein bisschen Schaden ab. das war schon ein ziemlicher Plus-Turn. Gut, wir haben unseren Z-Move jetzt nicht mehr, aber ein Mon ist weg und das andere hat noch Ja. Schaden und wir haben noch all unsere Kraftpunkte. Also unsere Kraftpunkte, ja. Mal gucken, wie viel Damage der jetzt kriegt. Ist halt minus 1, ne? Ja. Ja, ein bisschen läppisch, aber besser als nichts. Ja, besser als nix. Was meinst du, was jetzt reinkommt? Dragoran ist es. Ja, machen Stimmt, wir der war ja auch Rockslide. dabei eben. Ja. Und Läuterfeuer auf Felinara, auf jeden Fall. Genau. Am besten kriegen wir einen Flinch, dann sieht sehr gut aus. Was meinst du? Läuterfeuer. Alter. Ah. Sobald wir jetzt treffen. Ja, dann ist er Ja. auch eh schon tot. Nice. Also Entei zeigt schon Dragoran echt, kriegt was auch der schon eine kann. Menge Schaden. Ja. So ein Multischokolade gebrochen haben. Ja, vielleicht hat er auch Konzentrator. Oh, jetzt kommt Z-Move. Drache. Oder was? Ist das Drache? Keine Ahnung. Kennst du dich nicht Das sah damit ein aus? bisschen krass aus. Tobender Geofrost, also Eis. Oh. Ja, das gefällt Landorus, glaube ich, nicht so, oder? Eher weniger, oder? Eher weniger, ja. Warum ist der denn nicht Ich habe aber geflincht? Z-Eis auch noch nie gesehen. Ich auch nicht. Das ist schon krank. Ja, sah krass aus. Armes Lando. Ja, klingt einfach, oder?
Wobei du auch Dings hast, ne? Zapdos. Hidden Power Eis, ne? Ja, aber. Das ist ziemlich safe, ne? Das soll passieren. Würde ich mal sagen, ja. Und dann haben wir immer noch Zapdos hinten. Gamma wird mega. Der wird ja jetzt auch nicht mehr so viel Schaden machen können. Ich finde das richtig cool wieder mit Megas. Muss ja, ich, mit Entei auch vor allem, ne? An dieser Stelle ehrlich mal zugeben, ja, Entei ist auch geil. Dass das immer noch so viel Schaden macht und schon wieder Burn, ja. Ja, ich würde sagen, das erste Game sieht ziemlich durch aus. Ja, dann geht's ins nächste, würde ich sagen. Ja, Kangama muss auch nur mal einmal zuschlagen. Ja, macht Spaß. Da kommt die Sanktu-Klinge. Ich nicht mehr jetzt viel. Ja. Nicht mal auf Hälfte. Weil Entei am Ausrasten ist. Ja, Entei ist schon ziemlich geil wieder, ne? Mhm. Der hat sich auch kein bisschen verarschen lassen. 191 von 191. Ja, da gibt er auf. Und gewonnen, Bruder. Und dann geht's ins nächste. Ja, war ein relativ flottes Game, hast du solide runtergespielt. Haben wir gut hingekriegt. Entei hat gut geboxt auch. Ein Entei-Plüschtier brauchen wir noch, also wenn jemand von euch weiß wo man eins kaufen kann, herkriegt, dann schickt den Link rein. Dann sagt mal Bescheid. Ja, speichern muss das jetzt nicht. Schon wieder. Ist ja auf Video. Ja, ist ja auf Video, richtig. So. So, dann hoffen wir mal, dass wir jetzt mal einen richtig krassen Gegner kriegen. Am besten jemanden, den wir kennen. Wie wär's? Ja, das wäre mal wieder lustig. Das wäre mal wieder lustig, ja. Das wäre mal wieder an der Zeit auch dafür eigentlich, wenn man ehrlich ist. Aber. Okay, das ist ein Sun, davon gibt's viele. Aber immerhin positiv. Und das sieht doch lustig aus. Da ist mal wieder Eiskombo dabei. Sie haben gar kein Wetter, oder? Aegi. Aegi kann Wetter. Nee, aber der ist gut gegen die. Ja. Ja, wobei gegen Sandama. Wir müssen brauchen auf jeden Fall Tailwind. Ich würde sagen, wir machen einfach Kangama, Zapdos Lead. Entei ist gut gegen Entei ist sehr gut. Zapdos auch schon mal gut gegen Garados. Ja. Man hätte Kapukime überlegen können eigentlich. Der ja, steht halt stabil gegen alles. Aber halt Doomguard ist natürlich auch gut, ne? Gegen alles, aber Sandama ist halt gefährlich. Ja. Mann, was pickt man denn? Ja, einfach. So machen wir das. Müssen wir Tailwind rauskriegen. Dann läuft's. Ha. Ja, der Sun braucht schon was länger als wir. Hm. Sind unsere Mons schon zu krass in der Preview? Wird auch geil, dass wir wieder Enter gepickt haben, oder? Ja. Lugi. Ja, Lugi, das bist du. Das bin ich. Ja. So. Er fordert uns heraus. Und da kommt einfach die Eislied. Bräuchte mal Tita. Wohnung. Tita mussten wir mal züchten. Ja, jetzt werden wir schon was Krasses abbekommen. Wir werden halt richtig versehen jetzt. Ja, machst du Fake-Out Tailwind oder was? Mhm. Auf wen Fake-Out? Auf Sandama schon. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Wir lassen uns nicht verarschen. Mega Evo sieht auch nicht schlecht aus, ne? Ja, haben sie schon wieder gut gemacht. Ja, ich dachte schon, jetzt Protected. Ja. Perfekt. Sandamiger noch. Aber der kriegt jetzt schön den Heap ab. Das macht er sogar ganz. Gar nicht so wenig Schaden. Was meinst du, wie viel macht Power Punch? Und ich würde es halt am liebsten auch machen, aber ich glaube, das ist schon fast zu riskant. Ja, ist zu riskant. Wir killen einfach Corona jetzt mit Dings, würde ich sagen.
Double Edge. Risiko-Tackle. Ja, was hat denn der nochmal hinten? Ja, können wir eigentlich, kann eigentlich nicht viel machen. Mit dem gehen wir in Kapupim, oder? Könnte man sich mal überlegen. Ja, da kann er halt nicht mit viel mit Santana machen. Ja. Und dann haben wir Zapdos noch gegen Karados noch ein. Sieht gut aus. Gute Zeichen. Das ist eine Menge Recoil tatsächlich, ne? Ach, der WTF. Macht Aurora-Schleier jetzt. Dann hätten wir den mal Power-Punch gedrückt. Aber dann wäre Voluma halt nicht. Ja, das ist schon, das ist schon gut so. Wir haben noch zwei Tailwind-Turns. Jetzt kommt der. Was für ein Typ der ist? Das kannst du ja jetzt nachgucken. Aber der hat ja diese Käfer, bescheuerte Fähigkeit, oder? Nicht? Ja, der kann irgendwie auswitchen oder so. Das ja, wenn so. Der 25% hat oder so, switcht er raus, ne? Aber hat er noch andere Fähigkeiten oder muss er das haben? Was machen wir mit dem Bruder? Ja. Wir müssen eigentlich Sandama am besten am nächsten killen, oder? Sondern dann mache ich Power Punch und den. Und mal die Worte haben. Ja, sieht gut aus. Ach, das ist ja sogar vierfach effektiv, oder? Ah ne, das ist Boden, ne? Boden. Das ist Boden. Schade. Aber vielleicht reicht ja mal die Worte. Eiszerfall. Mit Hail Damage wird das schon ein bisschen hart jetzt. Reicht nicht ganz. Blutsauge. Ach du Scheiße. Das ist nicht mal sehr effektiv. Ja, das wusste er nicht. Ja, jetzt können wir Double Edge machen im Tektas. Ja. Ja, der hat doch Wasserdüse, oder? Ja, der bestimmt, weil der macht einfach Sucker Punch und den. Der hat Wasserdüse. Das kann schon sein. Ja, den wegkommen. Ist schon mal wichtig. Ist schon mal sehr wichtig. Der mich nervt gleich. Wenn wir Entei haben. Und der hat aber nicht Wasserdüse gemacht, quasi. Ja. Blutsauger dann noch. Eigentlich wenn du was jetzt macht. Gibt's ja eh wieder auch. Überleben haben, ne? Ja. Was denkst du, was er noch hat? Der Event ist vorbei. Mhm. Ja, jetzt versuchen wir jetzt mit Zapdos aus die Wunderscheiße. Mhm. Ja, wobei wir picken jetzt die Beere. Ja, der Fake jetzt hat Zapdos nur noch drei Schaden. Hat er tatsächlich wieder Blutsauger gemacht. Klappt, ne? Ja, sehr schön. Sind schon krass, diese Bären, ne? Die sind krass, ja. Sieht ja wieder sehr gut gesichert aus, das Game. Muss man ja schon wieder fairerweise so sagen. Ja, wer weiß, wie viel Schaden der jetzt mit Dings macht. Mit was? Mit Eiszapfhagel. Ja. Eiszieht. Aber wir haben ja auch noch Entei.
Aber das ist okay, der. Nicht so gut jetzt. Der stirbt tatsächlich direkt weg. Wieso hast du denn nicht Entei zuerst geholt eigentlich? Weil ich nicht mehr wusste, dass das Nebula hat. Frage ist, wie wir jetzt spielen. Dann kannst du Nibuna noch direkt killen und mit lauter Feuerfluss bauen. Nibuna ist ja nicht das Problem der andere, ich müsste ihn jetzt erstmal umboxen mit lauter Steinkante, ist ja sehr effektiv damit. Lauter Feuer rüber. Next Strike. Was macht das? Keine Ahnung. Jawohl. Der ist weg. Ja, es wird doch Zeit. Jetzt musst du den Wunder wegklatschen. Das kriegen wir ja wohl hin. Ja, der nächste Next Strike könnte aber schon. Wieso? Erhöht er sich oder so? Ja, nee, aber. Wenn das gerade ein tiefer Roll war und jetzt kommt ein hoher. Oder er crittet oder sowas. Das passiert ja nicht. Das passiert ja nicht, ne? Entei steht das einfach. Zum Glück. Ja, der ist halt geisteskrank. Ja, hat er jetzt in den zwei Battles nochmal bewiesen, würde ich mal so behaupten. Ja, war doch cool. Und sogar der Burn. Kriegt natürlich den Burn, nice. Aber Capucine war eh da, er kann Fini. Nichts mehr machen. Das Spiel ist vorbei. Noch mal drauf, die Messe ist gelesen. Ja. Das war's. Das war's. Wir sind schon eine lange Zeit ungeschlagen. Jo, eigentlich schon, ist schon krank. Ja, läuft wieder bei uns. Also es macht auf jeden Fall Spaß momentan. Ja, so. Wer in Liverpool VGC 18 werden wir am Start. Jo, aber unsere Zeit wird wieder kommen, Freunde. Ja, unsere Zeit wird irgendwann wir geben wieder bald kommen. Unser Comeback. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch diese Folge auch wieder gefallen hat. Das hoffe ich auch. Ja. Und hat uns auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Ich hoffe euch auch. Ja, dann sind wir wohl raus. Haut rein.